Hallo, hallo und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Ich bin Ben Whelan, wie ihr alle wisst oder zumindest wissen sollt. Heute endlich haben wir es geschafft, ins Studio zu kommen und ein Brusttraining zu filmen. Okay? Bevor wir jetzt anfangen mit Brust, möchte ich euch sagen, dass ihr bitte subscribt zu meinem Channel und gebt mir die Daumen hoch. Und wenn ihr die Videos wirklich mag, dann bitte teilt ihr diese Videos mit jedem, der ihr kennt oder auch nicht kennt. Ist mir ganz egal, solange ihr sie teilt. Okay? Das erste Mal, wie ihr alle wisst, ich bin jetzt schon fast 60 Jahre alt. Und natürlich, wenn man älter ist, haben wir alle diese Probleme mit der Schulter normalerweise. Und ich möchte euch ein paar Übungen zeigen, was ihr am besten machen könnt, um den Rotator Cuff, oder ich glaube es heißt Schultereckgelenk in Deutsch, ein bisschen warm zu machen. Erst einmal gehen wir hier rüber. Und wenn ihr so eine richtige steife Schulter habt, dann ist das eine super Übung. Ihr lasst einfach die Schulter hängen und macht so einen Kreisel, einfach hängen lassen und nur die Schulter kreisen. Das lockert die Schulter richtig auf. Das ist ein super Gefühl und wie ihr das alle kennt, wenn ihr älter seid, ihr habt so eine steife Schulter. Okay, dann nochmal, wie gesagt, für den Rotator Cuff. Ich glaube, es heißt Schultergelenk. Könnt ihr dann eine Warm-up-Übung machen, die wäre dann so. Natürlich ganz leicht. Viele Wiederholungen für beide Schultern, das mache ich jetzt nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und dann die andere Übung, die ihr noch machen könnt, auch für den Rotator Cuff oder das Schulter-Eckgelenk. Ihr geht hier an den Turm und dann müsst ihr sicher sein, dass das eine Linie ist, nicht zu hoch, nicht zu tief. Und dann macht ihr den Ellbogen in euren Bauch und dann schön so zur Seite gehen. Das geht genau hier oben rein und wärmt euren Rotator Cuff wunderbar auf. Okay? Das dazu und jetzt fangen wir mit dem richtigen Training an. Okay, so jetzt werden wir mal mit dem Brusttraining anfangen. Zuerst möchte ich sagen, viele Leute fragen mich, hey Ben, was ist das Beste oder was ist die beste Übung, um den Brustmuskel aufzubauen? Und ich gebe immer die gleiche Antwort. Ist ganz einfach. Wir sind alle verschieden. Also, was ihr machen müsst, ihr müsst mal für 2 Wochen jede Brustübung trainieren, die es gibt. Das heißt, einmal macht ihr Brust, dann macht ihr 5, 6 verschiedene Übungen. Nächstes Mal macht ihr wieder Brust, dann macht ihr wieder 5, 6 andere verschiedene Übungen und so weiter und so fort, bis ihr alle Brustübungen einfach einmal durch habt. Und dann schreibt ihr euch auf nach jedem Brusttraining, welche Übung war richtig geil, was war richtig gut, was hast mir einen richtig guten Pump gegeben. Ja? Und dann macht ihr so, diese Übung war die beste, die zweitbeste, drittbeste und das macht ihr für jeden Tag. Und dann schaut ihr euch mal an und dann nehmt ihr von jedem Tag die beste und die zweitbeste Übung raus, so dann habt ihr so 4, 5, vielleicht 6 Brustübungen, so viel müsst ihr nicht machen, aber es ist mal zwischen 4 und 5 und das sind eure besten Brustübungen. Wiederholungszahl 6 bis 12 natürlich, ne? Wenn ihr 100 Wiederholungen macht, dann ist jede Brustübung gut und habt dann super Pump, das ist ja Schwachsinn. Also, dann habt ihr eure Brustübungen. Diese Übungen, dann macht ihr eine gewisse Reihenfolge für eine gewisse Zeit. Und wenn ihr merkt, dass nach der gewissen Zeit es nichts mehr bringt, dann ändert ihr, ihr nehmt dieselben Brustübungen, aber ihr fangt einfach vielleicht von hinten an oder von der Mitte. Und ihr, like, you know, ihr ändert die Brustübung, aber ihr macht dieselbe Brustübung, ihr macht nur die Reihenfolge anders. Okay? So, genug geschwafelt, jetzt geht's los. Also, ich fange hier an mit Incline Fliegende. Ich mache immer nur so ein bisschen, was ich gelernt habe bei Brust und auch vielen anderen gezeigt habe.
ist, dass für die obere Brust, man braucht eigentlich nur 1-2 Inches oder 4-5 Zentimeter, um den optimalen Winkel zu haben, um die obere Brust zu beanspruchen. Jetzt sagt ihr alle, wieso ist das denn? Wir haben alle diesen extremen Winkel. Ja, wenn ihr den extremen Winkel habt, dann macht ihr viel mit der vorderen Schulter. Das ist das Problem. Aber das wollen wir nicht. Ich habe viele Leute, die auch schon eine gute Brust haben, die haben noch eine bessere obere Brust bekommen, weil sie auf einmal einen flacheren Winkel genommen haben und alles nur auf die obere Brust legt. Okay? So, ich fange an mit Fliegende. Mein Problem ist, ich habe keine Sehnen mehr in der linken Schulter. So, ich kann nicht wie normalerweise so weit meine Arme auseinanderbreiten. So, ich muss ungefähr hier hinkommen, damit ich die Übung auch machen kann. Okay? Gut. Dann mal los. So, ich wärme mich jetzt auf für die erste Übung. Beine immer hoch auf die Bank, wenn ihr Unterrückenprobleme habt. Also so. Und wie gesagt, ich kann meine Arme nicht ganz ausstrecken. Aber es ist immer noch effektiv für mich. Ich habe eigentlich immer Schulterschmerzen bei der ersten Übung, bis meine Schulter richtig warm ist. Spüre ich immer meine Schulter ziemlich schlimm. Aber das geht jetzt schon so wahrscheinlich 15 Jahre so. Es wird aber auch nicht schlimmer. So, von daher ist es kein Problem. Ich muss halt nur vorsichtig sein. So, und die zweite Warmmachsatz gleich hinterher. Langsam, ohne Schwung, besonders wenn ihr eine Verletzung habt, so wie ich, die niemals mehr weggeht. Ich denke, es ist genug. Okay. Okay, jetzt machen wir den ersten Satz. Wie gesagt, schön langsam, schön den Muskel spüren lassen. Ganz wichtig, die Hand nicht zusammenbringen, immer schön Abstand halten oben, sonst geht die Spannung raus aus der Brust. Oh. Okay, wie ihr seht, heute habe ich die amerikanische Flagge auf. Naja, da ich noch nicht Amerika bin, ist das ja auch gut so. Ich mache jetzt noch 6 weitere Sätze und ich sehe euch bei der zweiten Übung gleich, okay? Bis dann. So, also wir sind jetzt hier bei der zweiten oder besser gesagt bei meiner zweiten
Brustübung angekommen. Dumbbell Press im Gegensatz zu den fliegenden, wo ihr die Arme immer auseinander lassen solltet, damit die Spannung nicht aus der Brust rausgeht, müsst ihr hier die Gegenseite machen. Ihr müsst die Dumbbells, also die Kurzhanteln, komplett zusammenbringen, um die beste Spannung auf die Brust zu bekommen. Ich bleibe auch hier in meinem inkleinen Winkel. Alles für die obere Brust. Okay, mit der Übung mache ich, von der Übung mache ich 4 Sätze. Von der anderen habe ich 6 gemacht. Von hier mache ich 4. Wiederholungszahlmäßig sage ich immer, geht nach Gefühl. Niemand kann euch sagen, oh, ihr müsst 6 oder 8 oder 10 Wiederholungen machen. Nein. Irgendwo zwischen 6 und 12 oder vielleicht sogar 15. Keine Ahnung. Was immer für euch das Beste ist, was immer ihr am besten spürt, das ist eure Wiederholungszahl. Das ist ganz einfach. Wir sind alle verschieden, jeder ist anders und dann ist das auch so. Ne? Der eine hat ein bisschen größeren und der andere ein bisschen kleineren. So, wir sind alle verschieden. So, genug gelabert, jetzt geht's los. Alle hopp! Schön langsam und vorsichtig, wenn ihr eine Verletzung habt. Und okay, wie gesagt, 4 Sätze. Und ich sehe euch gleich bei der nächsten Brustübung. Okay, wir sind jetzt hier bei meiner dritten Brustübung angekommen. Das ist eine ganz spezielle Maschine für Brust. Die gibt es nicht in so vielen Studios, aber ich habe die extra ausgesucht. Das ist eine super Maschine. Wie auch immer, was auch immer für eine Brustübung, Drückübung ihr macht, die Beine immer fest auf den Boden drücken, dann habt ihr mehr Power. Es geht wie in so einem Kreis, die Kraft, okay? In dem Fall, ich mache die Beine hoch und presse gegen dieses Ding hier, okay? So habt ihr mehr Kraft. Zeige ich euch die vierte Brustübung, die ich auch an dieser Maschine machen werde. Bis dann. So, also ich bin immer noch hier an dieser Maschine. Jetzt kommt meine vierte Brustübung. Vorher habe ich ja die fliegende gemacht. Jetzt mache ich drückend eine Übung wieder. Ich mache das am besten mit denen hier, weil ich putze meine Handballen mache ich direkt gegen das. Das tut dann schon ein bisschen weh, wie ihr seht. Ich habe überhaupt kein Gewicht hier drauf. Diese Maschine ist so heavy, so schwer, ist unglaublich. Also. Und los geht's. Danach mache ich jetzt noch eine Übung und ich sehe euch dann gleich. Okay.
Okay, wie ihr seht, ich habe mich mal ein bisschen umgezogen jetzt. Jetzt kommt meine letzte Übung, eigentlich schon der letzte Satz. Ich habe schon zwei gemacht. Ich ende mein Brusttraining, so wie ich es angefangen habe, mit denselben Fliegenden, nur etwas leichter. Ich kann einfach kein Kabelziehen mehr machen für meine Brust. Mit meiner Schulter geht das schon lange nicht mehr. So, deswegen ende ich immer mein Brusttraining nochmal mit Fliegende, etwas leichter und dann anschließend direkt Stretching. Hier mache ich auch so viele Wiederholungen, wie es geht. Sind da nicht mehr so viele. Da ich schon ja meine ganze Kraft im Training gelassen habe. Wie gesagt, bei Fliegen immer wichtig, die Arme auseinanderlassen. Oh, wie ihr seht, habe ich nichts mehr im Tank. Fertig sind mit dem Brusttraining, machen wir direkt das Stretching hinten dran. Eine Übung, bisschen halten und das ist alles, was ihr braucht, um eure Brust zu stretchen. Ihr lockt das ein, diese Position und dann einfach noch halten. So ungefähr eine Minute. Ich mache das jetzt nicht eine Minute, aber wie gesagt, wenn ihr eure Schulter nicht kaputt habt, so wie ich, dann könnt ihr die Arme mehr ausstrecken, so wie ich jetzt zeige an meiner rechten Seite. Aber an meiner linken kann ich ja nicht machen. So, ihr haltet schön eine Minute und dann ist das Feierabend. Okay? So, das war mein Brusttraining in Deutsch. Und ja, ich sehe euch das nächste Mal bei meinem nächsten Training. Keine Ahnung jetzt gerade, was es sein wird, aber wir sehen uns in ein paar Tagen, okay? Bis dahin, Ben Wellen out. Vergesst nicht, wenn ihr meine Videos magt, schön teilen, scheren. Und wenn ihr sie nicht magt, dann sagt der Ben, scheiße, mag ich nicht, teile ich nicht. Auch gut. Solange ihr subscribt. Okay? Alles klar. Wir sehen uns bald. Ciao.